Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mad Games Tycoon. Hier ist die zweite Folge, die ich hinterher aufnehme. Wir entwickeln gerade unser neues Spiel Wrestling Tycoon. Unser zweites Team tut für SimTV, wo wir gesagt haben, okay, wir übernehmen das als Publisher. Machen die gerade ein Update. Beziehungsweise entwickeln wir jetzt noch neue Sprachpakete, damit man sie mehr Sprachen anbieten kann. The Bard's Adventure wurde jetzt endgültig vom Markt genommen. Wir haben ein leichtes Minus gemacht, aber damit habe ich gerechnet. Aber wie gesagt, wir sind Publisher, da ist sowas schon okay. Also der Umsatz 4,43 Millionen, es war 26 Wochen in Verkauf. Also das war schon gut. Oh, unsere neue Aufbau-Engine ist lizenziert worden. So, wir haben von SimTV in der ersten Woche, was wurde der Verkauf? 2000. Ist jetzt nicht so viel, aber immerhin. Vielleicht, wenn das neue Sprachpaket fertig ist, dass man da noch das eine oder andere vielleicht noch rausholen kann. Ansonsten würde ich sagen, machen wir hier schon mal für Wrestling Tycoon international. Ja, doch. Lassen wir mal so. Okay, hier sind natürlich die Verkaufszahlen nicht die besten. Ob wir da ein Plus machen, bin ich mir nicht sicher bei dem Spiel. Man müsste abwarten halt, ob die Sprachpakete, ob das wirklich nochmal einen Schub bringt. Wenn wir das in mehrere Sprachen anbieten. Aber ansonsten muss man halt sagen, ist halt quasi so ein Service. Was wir einfach mitnehmen. Aber da müssen wir halt ordentlich. Das müsste man ordentlich quasi noch verbessern, das Gameplay, um das Spiel halbwegs zu retten. Und die Grafik muss man auch haben. Neue Forschung, was haben wir da? Genre, Third-Person-Shooter. Also wir haben jetzt Ego-Shooter, Third-Person-Shooter, aber da wollte ich vorher noch was forschen. Spielmechanik. Dass wir das dann eigentlich dann auch mit unserem Qualitätsmanagement der Spielmechanik auch nochmal verbessern können während der Entwicklungszeit. Ist die Musikabteilung schon durch? Haben die schon alles verbessert bei Wrestling Tycoon? Oh ja, da gibt es nichts mehr, okay. Das heißt, die sind fertig und wären auch bereit für ein neues Projekt. Das heißt, dann könnten wir hier wirklich sagen, wir machen hier eine neue Engine. Und zwar wollen wir, was haben wir gesagt, Echtzeitstrategie. Genau, dann machen wir noch das. Echtzeitstrategie. Das wäre dann die 256.16 Features. Alle müssten dann wieder sein 21. Da ist ja nichts Neues dazugekommen. Da wollen wir haben 25.000. Aber wir wollen keine Gewinn. Na, plötzlich umgekehrt. 0, aber wir wollen 25% Gewinnbeteiligung. Jo. Dann macht ihr das mal. So, wie schaut es mit den Verkaufszahlen an? Rambo fliegt bald raus. Da
haben wir ein bisschen zu viele Reserven noch, aber es macht nichts. Wir haben trotzdem 8 Millionen gemacht mit dem Spiel. SimTV. Etwas gestiegen ist es, aber nicht wirklich viel. Was haben wir hier? Air War haben wir bekommen, eine Gewinnbeteiligung von 69.000. Sagen wir nicht nein. Aber es ist eh gut, wenn wir dann bald wieder ein paar Spiele am Markt haben, die wir anbieten können. Neue Plattform verfügbar. GameMed. Könnte man uns auch mal natürlich umschauen, wenn wir Spiele produzieren. Vielleicht gibt es neue Dev-Kits, die interessant wären für uns. Konto ist nicht schlecht. So. Ansonsten. Sie sind gerade angesagt. Jump and Run mit Erotik. Erotisches Jump and Run. Ist nicht gerade die beste Kombi. Aber ich möchte eine Echtzeitstrategie. Da will ich auf jeden Fall rangehen. Und nur so ein zweites Team. Ah, okay, die sind hier durch. Oder? Ah, die machen noch was. Aber die haben nichts zu tun, genau. Die können dann sich um die Spielmechanik jetzt noch kümmern. Und da müssen wir noch die ganzen Bugs rausprogrammieren. Ich meine, SimTV ist... eins muss man sagen bei dem Spiel, es verkauft sich relativ stabil. Wrestling Tycoon wäre fertig, aber wird uns noch nicht veröffentlichen. Hier könnte man ja schauen, SimTV. Ich sag mal, wenn wir jetzt einen Gewinn von 3 machen würden, wäre das auch noch okay. Das wäre jetzt 14, bieten wir es an, gehen wir mit dem Preis ein bisschen runter. Dann können wir vielleicht noch ein paar mehr Stück verkaufen. Die sind auch durch. Haben wir da irgendwas Neues? Hochtexturen. 3D-Modelle haben wir noch nicht. Wir könnten natürlich auch mal ein paar Mitarbeiter schulen gehen. Und zwar Büroarbeit, Spaß am Job. Was haben wir gesagt? Wen wollen wir denn verbessern? Die Grafiker. Pixeln für jedermann. Das könnte man doch mal machen. Und dann holen wir uns den. Na. Du und du. Macht's da mal eine Schulung. Sollen dich da mal ein bisschen austoben. Okay, Rambo 3 ist vom Markt genommen, 43 Wochen im Verkauf, 101,55 Millionen haben wir verkauft und 8,26 Millionen Gewinn, das ist eigentlich ganz gut. So, dann sagen wir hier, wir entwickeln ein neues Spiel, wird auch ein A-Spiel und das nennen wir... Genau, das wollte ich eigentlich schauen. Thema, können wir das überhaupt schon? Ja, doch. Können wir alles so machen, wie es will. Barbarian Invasion. Ein Spiel mit Barbaren.
Unterthema. Wir könnten. Haben wir was, was noch passen könnte? Götter. Hauptgenre ist Echtzeitstrategie, aber kombiniert mit Aufbau. Nehmen wir unsere neue Engine für Echtzeitstrategie. Zielgruppe Barbaren, sag ich mal, das interessiert alle. Da machen wir auf jeden Fall den PC, den Apple, der 10%, und jetzt will ich eben schauen, bei den neuen Dev-Kits, gibt es da irgendwas noch Interessantes für uns, wo man auch sagt, es würde irgendwie Sinn machen und passt rein in unsere Geschichte, was wir anbieten wollen. Archimedes, gut, der hat nur 1% Anteil, Megastation, Konsole, gut, Konsolenspiel ist das jetzt nicht unbedingt. Aber wir haben halt hier nicht wirklich viel. Gut, doch, wir haben den Atari noch, wo wir verkaufen können, und wir haben den Amiga. So. Genau, Echtzeitstrategie. Das ist ja eigentlich was Neues. Wir haben Strategiespiele. Wir haben Wirtschaftssimulator, wir haben Aufbau, aber Echtzeitstrategie ist komplett was Neues. Das heißt, was braucht man da? Ich sag mal, gutes Gameplay. Story ist nicht so wichtig. Gute Spiellänge, Funktionen. Einsteigerfreundlich oder Spieltiefe? Ich würde sagen, wir machen Spieltiefe. Wir machen es etwas Core-lastig, aber nicht zu sehr. So, wir werden hier das ein bisschen umstellen, jeweils sagen wir mal 10. Dann kann man euch noch ein bisschen was hier in die Technik und das Gameplay ein bisschen reinstellen, machen es für alle Sprachen. Kriegen alles unter, Mehrspieler, Level Editor, das kann man eigentlich alles mitnehmen. Gut, Split Screen braucht man nicht unbedingt, aber können wir mal drinnen lassen. Okay, wir können euch hier schon mal einen Auftrag erteilen. Und wenn die dann fertig geschult sind, dann sollen die sich daran machen. Bei Bearing Invasion. Gut, haben wir sonst irgendwas? Wie schaut es hier mit den Verkaufszahlen aus? SimTV 913. Okay, das war jetzt nicht so der Kracher. Das heißt, bei 3 Sterne, das ist halt wirklich schon schwierig, das halbwegs vernünftig anzubieten. Speziell in das Gameplay so schlecht ist, dann kauft es nämlich keiner. So Sachen wie Sound, das geht manchmal noch, wenn der nicht ganz so gut ist oder die Grafik nicht die beste. Wenn das Gameplay schlecht ist, dann verkauft sich das Ding einfach nicht. Oh, da gibt es sogar eine Menge neuer Publishing-Angebote. Das Problem ist nur, wir haben keine Teams frei, falls wir irgendwelche Updates machen müssten. Larry Lotter 2, Galaxy Heria, Azteken 2. Ich meine, das sind 4 Sterne Spiele. Garantiesumme 1,28 Millionen. Das könnte man mit reinnehmen. Sagen wir mal 2 Wochen. Wenn wir das zum unseren 19er Preis anbieten, machen eine farbige Anleitung, machen wir 6 Dollar Gewinn. Das können wir auf jeden Fall. Ah ja, man sieht auch, das hat. Ist ausgeglichener, hat ein gutes Gameplay, also im Vergleich zum anderen Spiel 77-78%. Das andere Spiel hat ja nur 10%. Das heißt, das wird sich halbwegs verkaufen.
Wir haben eine gute Garantiesumme, wo die sagen, das kriegen wir. So, das heißt, da werden wir mal produzieren 50.000. Dann war ja noch ein Publishing-Angebot, 4 Sterne, Aztec 2, was kriegen wir hier, 158.000, 31% Gewinnanteil. Das ist ein 4-Sterne-Spiel. Das können wir machen. Gut, da kriegen wir nicht so viel Gewinnbeteiligung. Aber egal, das bieten wir trotzdem an. Wenn das Gameplay halbwegs passt, oder sag mal, alles über 50%, damit kann man arbeiten. Aber da ist halt die Steuerung nicht das Beste. Aber da auch 73%, ja, ich glaube, das müsste man auch loswerden. Und dann haben wir hier noch leere Lotter. Gewinnbeteiligung 49%, 165.000. Ja gut, wisst was, machen wir auch. Da haben wir sogar 6 Dollar Gewinnbeteiligung, Anleitung. Schauen wir mal, wie gut das ist von der Bewertung. Wo ist denn da der Haken? Weil es hatte nur 3 Sterne eigentlich. Das Gameplay. Wobei, so schlecht ist das eigentlich. 69 und der Rest fast alles 90. Eigentlich kein schlechtes Spiel, hätte ich im ersten Moment gesagt. So, dann, das war ja auch. Mach mal so eine kleine Publisher-Offensive. Ich probiere es einfach mal. Bester Soundtrack, leere Lotter. Ah, das ist der Vorgänger von dem, was wir publishen. Okay, wir haben diesmal keine Awards. So, und dann würde ich sagen, den Herrn Larry Lotter. Da werden wir aber gleich, da reicht gleich 25.000 mal. Und dann schauen wir mal. So. Okay, die sind durch, das heißt, hier brauchen wir jetzt nur noch Bugs entfernen. Und die sollen also abbrechen. Nö, das wollte ich nicht. So, die machen noch die Spielmechanik, die Verbesserung. Aber wir haben fast 300 Bugs wieder drinnen. SimTV, gut, das war reines Verlustgeschäft, aber es war einfach schlecht. Das muss man einfach sagen. Aber wir haben noch ein paar Publisher-Sachen drinnen, die wir anbieten. Das sind die schon so gut. Also überall 0 steht. Plus 0. Die machen die Schulung, lernen dabei aber irgendwie nichts. Ja, können wir die eigentlich genauso gut auch rausziehen, wenn die nichts lernen in der Schulung? Ja, ich warte mal ab. Schauen wir mal, wenn wir uns den genau anschauen. 38, doch 38,3. Ah, okay. Der lernt immer nur in 0 Komma-Schritten. Gut, er ist auch nicht unbedingt der Schnellste. Der andere auch nicht. Das heißt, wir müssten mal eine Schulung machen, wo unsere Mitarbeiter schneller werden.
So, wie schaut's denn aus mit den Spielen? 12.000, leere Lotter verkauft sich gut, die verkaufen sich beide gut. Das heißt, Azteke und leere Lotter könnten wir jeweils noch was nachproduzieren. Da haben wir Industrie 2, haben wir 236.000, da kommt wieder ein bisschen Geld rein. Und den leere, der war eigentlich auch ganz gut. Da werden wir auch noch mal was nachhauen. Galaxy Harrier verkauft sich nicht so gut, aber gut. Aber es verkauft sich. So, das heißt Azteken 2, da könnte man wahrscheinlich sogar noch mal was nachproduzieren. Schauen wir mal, wie die nächsten Verkaufszahlen sind. Aber da könnte man eigentlich gleich noch was nachliefern. Naja, zwei Spiele sind in den Gewinnzahlen. Der Larry und auch das Aztekenspiel. Das ist schon mal gut. Spielmechanik, Wrestling Tycoon ist gleich verbessert, dann können die noch helfen, die Bugs runterzubringen. Bugs entfernen. Noch, da haben wir auch noch genug, da oben haben wir auch noch. Okay, hier haben wir zweimal, sind wir schon im Plus. Ich werde dann jeweils schauen nächste Woche, was die beide verkaufen, und dann schauen wir, was wir noch nachproduzieren müssen können. Speziell das Azteken 2, eine Wirtschaftssimulation mit Zombies. Finde ich auch interessant. Third Person Shooter Cyberpunk und ein Rollenspiel mit Reporter. Okay, hier haben wir 18.000 verkauft. Das heißt, dann würde ich mal grob sagen 50.000 hier. Haben wir auf jeden Fall los. Leere Lotte haben wir 8.000. Da werden wir zumindest auch dann, wenn die durch sind, einmal 25 noch nachproduzieren. Beim Larry. Genau, weil oben braucht man eigentlich nichts machen. Kampagne, wollen wir irgendwo eine Kampagne machen? Also das ist die Frage. 15.000. Wobei bei Aztekenspiel könnten wir sagen, wir machen einmal so eine lokale Kampagne in den Zeitschriften. Ist auch finanziell drinnen. Die Denker Engine ist lizenziert worden. Galaxy Harrier, okay, das verkauft sich nicht so tolle. Und dann würde ich sagen, der Lehre hat sich auch verdient. Der kriegt auch einmal also Wrestling Tycoon, egal, da braucht man sowieso eine Werbung, kann man vorab was machen. Na, vielleicht ein leere Lotter noch, Galaxy Harrier, wobei könnten wir probieren, aber man sieht, da bricht es schon ordentlich ein, was die Verkaufszahlen angeht. Ist eher besser, wir setzen auf die, die sich verkaufen, und schauen, dass wir die noch ein bisschen länger in dem Verkaufschart halten. Wenn man so ungefähr zusammenrechnet, 2, 3, die unteren bringen uns aktuell so 400.000, beim oberen machen wir 433 minus, das heißt
gleicht sich fast aus. Man sieht, ein Spiel mit 3 Sterne kann gutes Geld machen, ein Spiel mit 4 Sterne verkauft sich im Endeffekt nicht so toll. So, wie schaut es mit den Bugs aus? Sind wir da bald durch? Ja, wir sind schon unter 40. So, unsere Forschungsabteilung, kann man der einen neuen Auftrag geben? Ja, Third-Person-Shooter. Das wollen wir auf jeden Fall machen. So, die sind ja fertig, da gibt es nichts mehr zu tun. Weder bei Wrestling Tycoon, noch bei Baron Invasion. Nö, da haben die alles gemacht, was geht. Mehr gibt es nicht. Und die sind noch dran. Das heißt, wenn die dann auch durch sind, dann machen wir vielleicht wirklich mal für beide Abteilungen eine Schulung, dass sie einfach mal schneller werden. Das wird sicher auch helfen. Mehr Geschwindigkeit. Neue Forschung für Konsole ist da. Also da sind wir halt noch weit weg, was das Geld betrifft. Wrestling Tycoon rausbringen. Hier werde ich noch die Aufträge schon einstellen für das Barbarenspiel. Genau, Spielbalance, Performance, Spielmechanik. Genau, und die anderen sollen sich kümmern. Gameplay. Dann um Steuerung, User Interface und die Level. So, jetzt wird's halt. Entwicklung abschließen, abbrechen. Ich glaube, ich habe das nicht umbenannt, oder? Plattform ändern, Projektentwicklungsbericht. Genau, das soll ja, das ist ja Teil 2, müssen wir den Namen noch anpassen. Hätte ich jetzt fast vergessen. Aber gut, dass ich es noch gesehen habe. So, wie schaut's aus? Ah ja, Gameplay, hui, 2.989 Punkte, neuer Rekord. Wir haben 1.181 Grafik, Design und wir haben 752 bei der Musik und 814 bei der Technik. Ich würde sagen, da reicht eine Woche. Hier werden wir natürlich eine Schwarz-Weiß-Anleitung machen. Bieten wir das auch um 19 an oder sagen wir machen einen höheren Preis? Das ist immer die Frage, ist ein A-Spiel. Das ist denn das höchste? Weil 49 hätte ich gesagt, das wäre bei Triple E. Dann wäre 39, wäre 29 und 29. Weiß ich nicht, ob uns das wer zahlt. Könnten wir sagen, wir bieten es an um 24 mal. Machen Poster rein. T-Shirt ist beim Wrestling-Spiel immer nett. Und Spielkarten. So, da mal ein gutes Ding reinmachen. Dann würden wir 16 Gewinn machen. Wrestling. 3 Sterne Aufbau, 3 Sterne Wirtschaftssimulation, 3 Sterne Core Engine, 3 Sterne und Amiga 500, 2 Sterne. Wir sind die einzigen mit Genre und Thema, das ist immer gut. Über 70 sind wir. Wäre schön, wenn wir die 80 noch knacken würden. Das ist zum Beispiel interessant, wir haben bei Gameplay viele Punkte gesammelt und trotzdem ist die Schwachstelle 71%. Aber sonst, ja, ich meine, gute Genre-Kombination, Grafik, Sound, das schaut doch mal gut aus. Das
heißt, da können wir gleich mal in Produktion gehen. 100.000 Stück. Wir machen Kampagne für unser Spiel. International bis zum Maximum, das können wir mal durchrennen lassen, kann man jederzeit auch unterbrechen. Wie schaut es bei den anderen Spielen aus? Oh, ich sehe, wir sind gerade bei 30 Minuten. Dann werde ich an der Stelle die Folge beenden. Bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Mad Games Tycoon. Tschüss!